Jo, hi, willkommen. Mein Name ist AniRoyalP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Das Ding dreht sich von ganz alleine, ich weiß. In der letzten Folge haben wir für Bobby hier einen Tunnel gegraben, mit dem wir uns angeblich unter Diamond City graben sollten, unter den Tresorraum. Aber wir sind dann doch unter Good Neighbor gelandet. Und das sind all meine Karawanen, die all meine Vorräte überall hin tragen. Okay, das ist gruselig. Ich muss hier weg. So, ich habe jetzt endlich mal wieder vernünftige Rüstung. Ich glaube, ich hatte die Champion-Klamotten die ganze Zeit an. Jetzt kann ich wieder 160 tragen. Geil, ne? Und wir machen dann die einzige Nebenmission, die wir noch gerade übrig haben. Und zwar die, wo wir so Spielzeugteile aufsuchen sollten. Für diesen einen Typen. So, und ich möchte ungern direkt da bei Quincy landen, weil da war letztes Mal voll die Action am abstarten. Deswegen tue ich mich ein bisschen weiter entfernt da spawnen, um Spielzeugteile für diesen einen Typen in dem Slog zu bekommen. Der will ja so ein Giddy Gitter Pub Buttercup oder Bitter Cup Butterjupp irgendwie so haben oder so. Also Teile dafür. Und ja, machen wir auch noch hier mit weit aus dem Weg haben. Was geht? Hancock. Schon wieder seinen Namen vergessen. Gut, da oben war ja richtig krass, was am Ablaufen. Ich habe meine Power Armor natürlich wieder nicht ausgerüstet. Wie viel ist jetzt meine Schadensresistenz? 177 und 120 Energie und 25 Strahlungsresistenz. Weil ich habe meinen Vault-Anzug auch jetzt maximal hochgeballert. Der gibt leider nur Energie- und Strahlungsresistenz und nicht normalen Schadungsresistenz, also gegen Kugeln oder sowas. Deswegen schade. Ich kann auch andere Sachen darunter tragen, aber ich kann nur wenige Sachen unter meinen Rüstungen hier tragen. Unter meinen einzelnen Teilen, was ein bisschen komisch ist. War ich hier schon überall? Ach, da ist eine Red Rocket Station. Das ist dieses Mal die vom Intro. Nein, bitte nicht. So, bitte sag mir, du tust zustimmen, wenn ich hier Sachen öffne. Boah. Immer gerne ein Begleiter, der leicht irgendwie, ich sag mal, zu leveln ist, zu dem ich eine Beziehung aufbauen kann, meine ich. Cool. Gefällt dir das? Nuka Choi, die hat natürlich perfekt da reingepasst. So, von dem Ort halten wir uns fern. Du siehst auch nicht aus wie die aus dem Intro, weil da ist die Power Armor schon. Also der Ständer dafür. Höheständer. Warum kann er? Oh, hier ist ein Safe House irgendwo. Das bedeutet dieses Häuschen auf jeden Fall. Von dem Dingens hier. Railroad. Alles klar. Okay. Aber wo? Weiß auch, wie alt das hier schon ist, ne? Könnte ja schon lange irgendwie. Ich muss auch noch da hinten hin. Mein Gott. Wir sind immer Gunner. Kotzt mich jetzt schon an. Dann nochmal. Oh, nee. Legendärer Gunner oder Supermutantenmeister? Die Auswahl ist natürlich wieder sehr
Sehr, sehr geil. Okay. Mal schon. Mal schauen. Also Mine, das ist auch schon wieder geil. Einer. Entdeckt. Oh Gott. Ich krieg noch down. Nein, Freunde auch. Was? Was? Was ist jetzt schon wieder passiert? Oh mein Gott. Warum trage ich nicht meine Power-Rüstung? Bin ich eigentlich irre? Überleben und so. Ja. Gut, nochmal. Aber diesmal stylisch. Und ohne zu sterben. Welcher von euch hat mich mit einem Schlag weggehauen? Zum Glück war da nichts Besonderes drin, also kann ich ruhig von da wieder kommen. Ja, der Gunner sieht jetzt doch ein bisschen mehr ansprechend aus. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Raider. So, der ist weg. Weitere Folgen noch. Raider kann ich es aufnehmen. Irgendwie bringt die Nachtsicht nicht so. Was habe ich da Gefühl? Was schießt du überhaupt, Hancock? Mein Gott, er kommt näher mit seinem Hammer. Male Pisser, haut auch noch ab. Alle. Ich tue mit meinen Explosionskugeln, die dir vielleicht auch ein bisschen wehtun, helfen. Keine Sorge. Hey. Sloth, wat? Was? Slog. Es hat sich was gespritzt. Was du denn? Gegner können springen? Das wusste ich auch noch nicht. Oh. Was? Hey. Ist hier überhaupt nichts, Mann. Nein, näher. Der Typ, ne? Das ist doch mal. Alter. So. Oh, das war so klar. Ja, ich habe wieder das Schwert genommen, weil das bringt's doch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Wer bist du denn? Alissa, was? Oh, der mysteriöse Fremde. Was? Warum? Kate. Was? Geblieben.
Oh. Ein Hundehelm, den habe ich noch nicht. Oh, wat? Wo kommst du denn her? Oh, legendäre Zeit. Mein Gott, halten die noch viel aus. Zum nächsten Haus. Das hat Gefühl, ist verschlossen und ich möchte jetzt nicht ungefähr davor stehen, wenn... Oh Mann. Dir, Mann. Oh Gott. Was zieht denn hier noch viel ab? Frage. Ich wusste es. So was man gewusst. So, Sloth, komm her. Slog. Wie ein voll einkreisen, ne? Ah, Strahlung. Da war irgendwas. Ich werde hier von überall umzingelt. Ich kriege ja niemanden down. Ich will mal jemanden mit einem Schlag oder so kaputt kriegen, wenn es geht. Der heilt sich wieder hoch. Alter. Was ist das? Oh mein Gott. Uff, ja, die brauchst du nicht erschießen, die Leute, die schon so gut wie tot sind. Danke. Oh mein Gott. Alter, der Schaden. Spritz. So, Gaussgewehr, zeig, was du drauf hast. Noch einer, der ein bisschen angeschlagen ist. Mein Gott, wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Ist zu dunkel. Oh, geil. Bah. Ich werde immer eingekreist von allen Seiten. Also anstatt in ihrer Festung zu bleiben, ne? Kommen wir alle von allen Seiten raus. Okay, den hat es irgendwie zerfetzt, habe ich gesehen. Boah. Hey, geblieben. Doch nicht. So, einer muss mal wieder sterben. Der Schaden, ne? Okay, hier ist schon mal nichts. Alter. Wie keiner von denen hier down geht, ne? Boah, was ist das? Boah, immer wenn ich gerade so war das Lock Type. Oh mein Gott. Boah. Erstmal, wenn ihr zu mir kommt. Der erste, der jetzt hier um die Ecke kommt, den hau ich kaputt. Ich kann auch einfach hier irgendwo warten, bis jemand zu mir kommt. Willst du mal Spielchen mit mir spielen? Ja. Friss! Den hier.
Wuff. Boah, er war so krass, dass das Ding davon weggegangen ist. Also immer, wie man auch immer nimmt. Boah. So. Jetzt bist du wieder hier, ne? Ich krieg die Krise. Boah. So, jetzt, wo wir die schon erledigt haben, gehen wir auch da in deren Festung ein, oder was auch immer ist. Würde ich sagen. Jetzt, wo wir schon so viel hier verschwendet haben. An Zeit. Aber erstmal die Häuser, ja. Also ich wäre gegangen, ohne die weiter zu nerven, das war gelogen. Aber naja. Ja, noch ein zweiter Hund irgendwo. Ja, wir haben eine Rüstung für Dogmeat jetzt bekommen. Ist auch geil. Bourbon. Ach so. Du hast ein Schrotgewehr, glaube ich. Hey, du musst es nur sagen. Das beschissenste von allen auch noch. So. Typischer Fallout Anfang, ersten 10 Minuten, aber nichts erreicht. Cool. Aber kennt man ja. Persönliches Terminal. Aber ich will nicht einen Kockenbefehl geben. Na, was ist denn hier so Persönliches drin? Tagebucheintrag. Mein Stamm mit Carol hat sich meine Ankunft verzögert, aber dafür habe ich auf die Straße einen prächtigen Sonnenuntergang zu sehen bekommen. Dann, um in den Dunkeln zu laufen zu bringen, war alles andere als echt. Das Stadtleben hat mich wohl weich gemacht. In dem Baulärm zu früh aufgewacht, sonst. Die scheinen mit der Arbeit in einen Steinbruch begonnen zu haben. Ach, wahrscheinlich da, wo die Raider herkamen, ne? Irgendwas geh. Schon da ist es. Okay, meine geliebten Töchter, ihr seid die Quelle meiner Inspiration. Toten der Nacht. Der Kapitän stand am Steuerrad des Schiffs, als er. Kapitel 2, okay. Okay, bin nix. So, weiter. Ich wollte eigentlich da einige Spielzeugteile finden, aber dann kam Raider, dann kam Supermutant, dann kam Gunner. Also ja. Wir sagen, ich habe alle erledigt. Ich glaube ja. Alle direkt da rausgekommen. Mein Plan ist aufgegangen. Steinbrüche von Quincy. So, Steinbrüche von den Shinigamis. Ah, die Strahlung. Hilfe. Was haben wir denn hier schön? Jetzt, wofür habe ich mein Leben riskiert? Oh, ist auch noch hier. Au. Hm? Das ist Hancock. Mein Gott.
Das sieht aus, als wäre eine gute Siedlung, ja. Ach, Experte, komm, geh weg. Mach ich da einmal Schnipp und geschastert. Ja, Lifestyle-Magazine. Entschuldigung. Und da war es leider schon. Ein paar Waffen hier einfach eingeschlossen, mehr nicht. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Hier sind ja immer noch welche. Hier sind ja immer noch welche. Das ist doch scheiße. Wem sagst du das? Ich weiß, dass du hier bist. Stimmt, ich habe ja ein Schlösser knacken. Wackelpuppe, müsste ja eigentlich jedes Schloss ein bisschen einfacher sein. Eigentlich, soweit die Theorie. Danke. Das wär's. Müsste denn auch so. Nicht so einen Alarm gemacht. Meinst du mit ihr? Also ich glaube, du bist der Einzige, der hier noch am Leben ist. Jetzt kriege ich hier wieder ein bisschen Munition rein. Ist auch schon mal was. Oh, da sind doch noch mehr. Vor mir? Kannst du vergessen. Oh, Leute, ne? Boah, Strahlung. Wie seid ihr eigentlich hier noch am Leben? Hier ist überall Strahlung. Wir können so voll die geile Basis bauen. Nein. Nein, das ist nichts. Doch, da ist was. Wo kommen die auf einmal her? Oh Gott, was zum... Was ist das? Was ist das? Ja, schon wieder die Supermutanten. Oh. Vier Modus. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass den, lass den, lass den. Lass dich treffen, verdammt. Weiß nicht, wer da diese, wer hier anscheinend ein Fatman oder irgendwie sowas hat, aber ich bleib erstmal hier drin. Ne? Gott, was ist das? Was macht diese Explosion? Gibt's doch nicht. Das ist voll die geile Basis hier. Ist aber überall Strahlung. Ne? So, wer schießt jetzt mit so richtig fetten Gun um sich? Du nicht, ne? Wie hier. Ist ja irgendwie anders, hatte ich keine Chance gehabt auf den Treffer. Ja, die Waffe ist viel besser als der verdammte der Dönermesser hier. Boah. So heißt er Dingen. Schön.
Man tut, was man tun muss. Warum stimmst du mir bei nix hier zu? Du bist doch ganz eindeutig beeindruckt, dass ich hier Sachen aufmache. So, wer hat diese Explosion ja ausgelöst? Ich bekomme hier immer noch Strahlung. Keine Ahnung, vom Wort kam. Ja, hier kamen die Arbeiten, ja, habe ich mir schon gedacht. Also der Lärm. Wobei ein Typ sich beschwert hat. Warum sind denn so viele Dingens? Viele Fässer? Keine Ahnung, aber ich muss schon gleich wieder einen Raidaway nehmen. Achso, da sind ein paar rausgefallen, das ist so ein Laster. Das erklärt natürlich alles. So, haben wir hier alles. Ja, sogar abgeschlossen. Wunderbar. Gut, haben wir schon mal einen Anhaltspunkt hier. Da sind wir schon ganz klein bisschen näher an dem Ort, wo wir hin müssen. Auch wenn ihr alles verstrahlt und ich nicht hier unbedingt sein möchte. Ich habe das Gefühl. Okay, gut, mein Gott. So, da vorne ist es. Eigentlich ist aber kein Schritt weitergekommen. Aber egal. Ich beende erstmal ein Part hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.